So, nochmal ein Dankeschön an die größten Gruppen. Das sind die SG in Kirchheim, aber auch die LG Heimatsheim und der TuS Rheingarten-Wähler. Danke euch. Viel Spaß damit heute Abend. So, und wenn wir eure Aufmerksamkeit haben, bitte ich dann die ersten drei Damen und die ersten drei Herren, die bei 1000 von Bühne von 3 Kilometer jedermann laufen, haben wir auf dem dritten Platz, wie eben schon mal ganz vorne hier oben zu sehen, die Celine Schneider, die wir zu uns auf die Bühne bitten. Auf dem zweiten Platz, die Svenja Michaelis, Siegerin unseres 3 Kilometer Jedermannlaufs, die Johanna Küpper zu uns nach oben. Herzlichen Glückwunsch. Thank you.
einer Bier. Mit Kinderwagen laufen ist verboten. Guck mal, wie ist das hier? Ich hab deine Frau eben schon in den Rücken. Schön, Leute. Aber ich finde das gut, dass Bubi jetzt mal tauscht. Was ist das? Und Jenny. Hallo, hilf mir. Toi, 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 schon. Hi. Hi. Ja, aber man geht jetzt gleich mit auf
Michael, sagst du noch was? Thank you.
Thank you.
Ja, zwei Hebel und ich wäre auf jeden Fall gut. Kriegen wir jetzt gleich hin, bitte. Jacke gelaufen. Das ist ja stark, wenn man dann nicht so. Aber in unserem Alter, da wird man was hübsches. Aber Julia hat sich am Samstag gut geschlagen. Die 420 sind Hopperberge. War ohne Teilnahme, aber trotzdem. Ja. Okay, Mama.
einfach Stadtniveau. Stadtniveau auch auf, ich meine, das ist ein Stadt. Super, Inge. Danke! Woo!
Da kommt es, Führungsrat. Weil jetzt auf den letzten Metern und dann in der dritten Runde ist mit der Startnummer 10. Ralf Unden in der Euskirchen. Letzte Runde. Super. Und auch hier für jeden Einzelnen von euch, da kommt jetzt für den zweiten und drittplatzierten. Da wird um jeden Platz gefeitet. So mit der Nummer 502 geht jetzt in seine letzte Runde. Mit der Nummer 502 startet für Sportteam Peters der Markus May. Mit der Nummer 4 gibt auf den Karten Marco Müller. Sehr gut, Marco. Ihr werdet jetzt gleich den Affen der Erstplatzierten im Nacken spüren und da kommt unser Einzelner mit der Startnummer 5, Timo Küpper. Letzte Runde, Timo, 20 Minuten sind rum. Stein im Eisel. Ich kann jetzt eigentlich Kaffee trinken gehen. Kommt die zweite Frau. Ah ja, die stand ganz vorne. Ja. Super, zweite. Da. Von hinten kommt nichts. 26, Viola Pulvermacher, Silvia See. Und mit der Nummer 115, Andreas Wonig. Und hier unter anderem Norbert Schneider und Thorsten Klär. Was ist da? So eine Lücke. Versteckt. Das ist echt, ne? Was ist das denn? Ja, oh, jetzt ist der Totschlag hier. Ja, ja, da laufe ich jetzt einmal. Lückenfüller. Komm mal da hin, ich bin nicht keine Matte. Solange du da hinten runter. Moment, Karriere.
dritte Frau ist noch nicht los. Ja, dann Hans-Peter.
Peter ist Führungsrad. Um 28:30 deine Konkurrenz deutlich hinter sich gelassen. Herzlichen Glückwunsch. Das Fahrrad für den Zweitplatzierten zu sehen. Und eine riesengroße Überraschung in der starken Leistung in den Vorjahren. Dieses Jahr auf dem zweiten Platz. Markus Meil, herzlichen Glückwunsch! Und als Drittplatzierter komplettiert das Podium mit der Startnummer 4 Marco Müller, 29, unter 29 30. Sehr gut, Marco. 502. Aber auch alle Teilnehmer, die jetzt auf ihre letzte Runde gehen. Tolle Leistung, eine Runde noch, unter anderem mit der 300 für Elisabeth Backen. Sehr schön. Weitere Topläufer auf dem Weg zum Sieg. Dein Sohn. Startnummer 5, Timo Küpper, knapp über 30 Minuten. Großen Applaus für jeden, der jetzt noch eine Runde vor sich hat. Super, tolle Leistung, knapp über 30 Minuten, das ist vorbei. Brigitte, super! Weiß ich, dass der dich da so. Also, es ist so, dass du erfolgreich und mit der Nummer 227, Tobias Esselborn. Peter, die Nora kommt. Egal. Sehr gut, die Siegerin der Damen. 32 Minuten, 50 und. Schöne Arbeit. Richtig. Danke.
Deine Frau dürfte das wenn die an jede Minute, die über eine Stunde wird, muss ich Karton setzen.
Super, Daniel, klasse. Jetzt! Deine. Ja, weil die vierte war eine Bekannte von mir. Ja. Alle Herren! Schwind von Team der Grüne Punkt kurz schreiten. Die war eben in der zweiten Runde auch mit dabei. Sieht aus wie 12. Die vierte, die ist 60. Peter, vierte, die 218. Ingeborg Wert. Nach links rüber, dann können die Ziele einlaufen. Danke. Bitte links halten, dass die, wenn die gleich reinkommen. Danke.
Für die ersten drei Damen und die ersten drei Herren sei an der Stelle gesagt, Siegerehrung in ca. 20 Minuten. Erinnerung. 15:30 Uhr. Was? Ich kann noch immer nur noch drei. Das ist der Bären, super. Super, Inge. Komm mal, weißt du, was das gemein ist? Komm mal, toi, toi, toi. Komm mal, Dinger Burkhardt ist auch noch nicht hier. Nee, das läuft doch ja nicht so viel. Also. Komm mal, du kannst ja jetzt mit dem Vieh auf den Bach. Der Christian Witzki, 71. Ja,
Volker!
51 Minuten sind vergangen. Alina Luz oder Sven Hilgendorf. Schöne Grüße bei Marlies, ne?
Was soll er sich machen? Ich
Mal gucken, ja.
So, dann bitte ich euch mal auf die Bühne. Zuerst die Damen der Schöpfung. Das ist die Jana Geschwind, die Viola Pulvermacher und die Laura Schmitz. Mit einem großen Applaus für euch drei. Volle Aufmerksamkeit für die ersten drei des heutigen Tages auf dem dritten Platz mit einer tollen Zeit von 40 Minuten und 9 Sekunden. Eine junge Athletin vom Team TuS Schweiden. Jana Geschwind, herzlichen Glückwunsch für den dritten Platz. Auf dem zweiten Platz mit einer Zeit von 33 Minuten 58 Sekunden Elvi Lachersee. Viola Pulvermacher und wie oft zuvor schon hier am Start und auf dem ersten Platz Laura Schmitz, Ilse Heuskirchen, 33 Minuten, herzlichen Glückwunsch. Bleibt noch einen Moment bei uns hier auf der Bühne. Wir rufen zu euch dazu, die Herren der Schöpfung. Wir rufen jetzt auf den dritten Platz auf Marco Müller, LC Ostkirchen. Auf dem zweiten Platz Marco Mal und unseren Leipziger Ralf Unau. Macht direkt gemeinsam hier hoch. Ja, rutscht schön auf den Tisch. Ja, ich bin ja das ist ein Bund. Bist du da auf den Bonn gelaufen? Genau, mit Der Markus Mai startet für Sporting Peters in der Zeit von 29 ist vielleicht noch beim Auslaufen. Also mit dem Weg gleich. Man hat eine Abwertung. Wenn man da das Geld mal bündeln würde, könnte man sich. Aber nichtsdestotrotz, es soll deine Leistung nicht schmälern. Ralf Ulmer, RC Euskirchen in der Zeit von 28:49. Herzlichen Glückwunsch! Das heutige Podium einmal in die Presse. Herzlichen Glückwunsch euch! Da ich das Ziel ja in Bonn finde, Leute, das ist halt in Köln-Bahn, da zahlen wir irgendwie 3 Euro. Das hat den Kuchen. Dankeschön. Schöne Grüße an Mann. Für die zwei, die jetzt noch kommen. Kannst du doch nicht dafür, dass dein Akku leer ist. Besonderer Applaus. Komm mal hoch, Markus. Wir hatten eben eine junge Dame. Eine Schülerin, die hat derselben Stachel noch zweimal gestachelt. Die Schülerin und bei den beim Jedermann hat natürlich die Laubzähne im Auto gestachelt und gewechselt. Ja, aber du kannst ja im Nachgang klären, wenn du das jetzt weißt. Eine geht noch. Ja, da sagte der Vater auch. Ja, gut. Aber die können uns richtig gehen. Ja, immer weiter. Jedermann laufen. Die gleiche Stadt. Soll ich machen? Ich brauche nur ein Spaßfoto. Ja. Endlich im Ziel. Ja. Komm doch hier rein. Was euch? Ja, sonst sind die Ich
Ich hatte jetzt am Samstag hier. Entschuldigung, das ist mehr so ein Jahresabschlusslauf.